Hallo liebe Leute, was geht ab? Hier ist wieder mal der Phil am Start mit einem erneuten Video und ja, es ist ein bisschen länger schon, seit letzter Woche, Dienstag, irgendwie schon möglich, ist das ganz ruhig, das Resistance-Event da. Man sieht hier ein paar Rinder schon in so einen Franz-Klamotten halt rum. Ich habe da wieder ein paar einige Waffen und da ich halt die Woche darüber nicht so viel Erfahrung gebracht habe, weil ja mein Internet da immer noch hier so rumspacken hat. Ich aber die Chance hatte am Wochenende mal hinein zu luschern und mal zu sehen, wie das Ganze so ist. An sich gefällt es mir eigentlich ganz gut. Die Kisten droppen eigentlich ganz gut. Ja, danke Andy. Wir müssen noch nächstes Mal stumm schalten. So. Ja, ein bisschen so. Fangen wir mal ein bisschen darüber an zu quatschen. Es gibt halt wieder neue Waffen in Suicom mal wieder. So wie beim Winter-Update. Diesmal ist es ein Sturmgewehr und wieder eine MP. Und Nahkampfmesser, glaube ich, dann auch noch. Vor dem ich jetzt bis jetzt nur die MP habe, die nennt sich Orso. Die kann ganz gut mithalten mit der Waffe 28, meiner Meinung nach. Eine ziemlich hohe Feuerrate. Also, wenn man sie spielt, müsste man sich das Perk Plünderer mitnehmen. Oder einfach so durchspielen halt. Also, Plünderer wäre dann auf jeden Fall Pflicht, aber als übelster Schnellfeuer. Und wenn manche spielen, manche sind halt zu krank und spielen es halt immer noch mit Schnellfeuer. Ihr habt es ja bestimmt schon bei anderen YouTubern gesehen halt. Naja. An sich, beim Sturmgewehr, das nennt sich Volkssturmgewehr, konnte ich bisher nur aufheben. Zwar nur für kurze Zeit halt, aber ja, hat einen guten Klang an sich und droppt doch eigentlich ganz gut. Bin dann gespannt, so wie das denn ist, wenn ich es dann auch mal wirklich, also wenn ich es erworben habe. Es gibt ja wirklich so möglich diese Spezialbefehle halt, ne, die man besiegt bis schließe 35 Mehrspielerpartien ab, um es freizuschalten. Oder man hat so viel Waffenkammer-Credits, um sich so diese epische Variante halt zu kaufen, ne? Ja. Bei der Orso war halt zurück, hatte eigentlich genug Quelle, jetzt hab mir das mal schnell zusammengerechnet und habe mir die dann mal gegönnt. Warum connects da nicht bei den zwei Gegnern? Naja. Egal. So konnte ich ein bisschen mal einhalten, wie die Orso so ist. Ich sag, sie schießt übel schnell und wenn man sie spielt, halt so im großen Modin wäre Plünderer diese Anforderung nützlich, weil die ziemlich schnell leer ist. Aber es ist sich den selben überlassen, mit was er so alles spielt. So, kommen wir dann mal noch ganz fix zur neuen Division, die zugekommen ist. Die Widerstandsdivision. Hier bei der ist es bei wie man. Sie hat das Spezielle daran, dass man als Zweitwaffe halt noch so eine Art, also man hat ja die Pistole in der einen Hand und in der anderen Hand hat man so ein Taktikmesser. Bloß ist hier, was mir ein bisschen gerade nicht so gut gefällt, wie als das Messer halt so hält. Ne? Man kennt sie aus alten Teilen von der MB-Reihe, dass er so über Kreuz hält, halt, ne? Und dann so zusticht. Und hier jetzt in der Version, also hier bei World War II hält er, sind die Hände einfach so auseinander, so halt, ne? Schießt er halt so und dann sticht er zu. Wenn man das überhaupt als Stechen betonen kann, also in den anderen Call of Duty Teilen, wo so mit Taktikmesseraufsatz dabei war, war das, sah diese, sagen wir, als Animation besser aus vom Stich. Aber okay. Als Stufe 1 bringt er natürlich mit hier, dass er dieses Messer bei sich hat.
wenn man irgendwie auf Level 2 hat, ist ein Störsender aktiv bei den Gegnern halt so. Weil wenn der auf Stufe 3 ist, hat man halt dann noch mehr Pistolenmunition bei sich und kann noch zudem einen extra Aufsatz auf die Pistole drauf machen, dass man dann zwei Aufsätze machen kann. Und als Fidget Perk hat er dann diesen sechsten Sinn. Den kennt man ja schon aus anderen Teilen oder ich weiß nicht, wie es ist. Soweit habe ich den noch nicht. Könnte so sein wie hier diese Anforderung Instinkt oder so. Ich würde gerne, was das bringt, wenn man das beides kombiniert. Ja, jetzt. Und wenn man ihn natürlich auf Oberst Prestige hat, auf Level 1, dann kriegt man auch nochmal, das ist auch eine neue Waffe, halt eine neue Handfeuerwaffe halt dazu. Die auch ganz südstark ist, aber wir werden sehen. Halt. Das war's. Erstmal von mir, ich wollte mal kurz mal meinen Beitrag zum Resistance Update dazu leisten. Ja. 24:09, alles hat unter 10 Tonnen, ist eine gute Runde. Ja. Kisten habe ich auch noch, diese Folge kommt noch. Ich bin noch fleißig am Sammeln. Die ganzen Kistendrops und dann was Gutes zu ziehen. Naja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal schön, was ihr so haltet vom Resistance-Event. Ja, würde ich sagen, war's das für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!